Servus und grüß Gott, herzlich willkommen zur ersten Folge von Monaco Sportstipendium, Leistungssport mit dem Studium in Amerika, perfekt und einfach kombinieren. Ich bin der Norman von Monaco Sports in München und heute wollen wir das Thema College Sport mit den Olympischen Spielen verbinden. Wir sind hier auch tatsächlich im Olympiapark in München, die Sportstätte von den Olympischen Spielen 1972 in München. Der Olympiapark hier in München wird eigentlich immer noch für viele Sachen genutzt, also insbesondere auch die Sportstätten, Olympiastadion, Olympiahalle, Eishockeyhalle, dann die Tennisanlagen. Sehr, sehr schöner Park, der von allen Münchnern eigentlich super genutzt wird. Ich möchte jetzt in unserer ersten Folge einfach mal so ein bisschen den Vergleich ziehen. Olympische Spiele 1972 in München und morgen fangen ja die Spiele in Rio an. Sehr, sehr großes Event, wird jetzt auch gerade sehr stark in den Medien gehypt. Es wird so sein, dass fast 500 deutsche Sportler in Rio vertreten sein werden. Was eine sehr faszinierende Zahl ist jetzt, dass 800 College-Sportler, also ehemalige als auch aktuelle und zukünftige College-Sportler, werden in Rio vertreten sein, also in den unterschiedlichsten Sportarten, also insgesamt fast 20 verschiedene Sportarten, die insgesamt fast 200 verschiedene Universitäten repräsentieren. Also da sieht man schon so ein bisschen, ja, einfach wie wichtig der College-Sport ist und dass wir im besten Glied auch mit sehr, sehr vielen Spitzensportlern zu tun haben, die jetzt das College-Umfeld als sehr, sehr professionell erachten, um dann später auch sich für Olympische Spiele vorzubereiten und daran teilzunehmen. Wir haben zum Teil sehr, sehr gewichtige und große Universitäten wie jetzt Georgia, Stanford oder auch California. Da kommen jetzt sehr, sehr viele Student Athletes dann auch her, die jetzt in Rio teilnehmen werden. Und es gibt auch einen sehr, sehr schönen Vergleich, also das liegt aber jetzt auch schon zurück, und zwar bei den Olympischen Spielen in Peking 2012 war das so, dass eine amerikanische Universität, und zwar die University of Southern California, die hatte insgesamt, oder wenn man die jetzt in den Medaillenspiegel einsortiert hätte, dann hätten die besser abgeschlossen als das deutsche, Team. Also die hatten insgesamt mehr Goldmedaillen gewonnen als das deutsche Team. Also sehr, sehr beeindruckend. Und wenn man das Ganze einordnet, College-Sport in Olympische Spiele, seht ihr, dass das Ganze sehr eng verbandelt ist miteinander. Also zumindest im absoluten Spitzenniveau und Top-Level. Wir werden später in anderen Folgen noch sehen, dass der College-Sport oder das Level an sich sehr stark variiert. Aber im besten Niveau, Spitzenniveau, haben wir es hier mit Olympioniken zu tun, die den College-Sport eigentlich auch als perfektes Umfeld für sich definieren. Genau, das war es jetzt von meiner Seite aus. Die erste Folge sollte eben auf die Olympischen Spiele so ein bisschen abzielen, gerade weil es morgen losgeht, die Öffnungsfeier ist. Und ja, deswegen wünsche ich euch erstmal schöne Spiele. Und wir sehen uns dann wieder demnächst. Bis bald.